Wir sind im Labyrinth und wir wollen weiter, ja? Okay. Dann machen wir die Tür auf und gehen durch und folgen dem Gang. Und ist gerade nicht sehr spannend. Okay, ich nehme es zurück. Ist doch vielleicht spannend. Was jetzt? Da. Nein, nicht da. Da. Zack, da. Runter. Das war dieses hier, kann ich keinen Wandlauf machen. Irgendwo muss was sein. Jupp, darunter. Da. Obwohl, ich bin mir nicht sicher, ist es mein Tattoo, das so toll leuchtet, oder ist es das Schwert? Ist das Schwert. Aber das Tattoo leuchtet auch so cool. Nein, nicht runter. Aber das Schwert... Aber das Schwert leuchtet noch viel coolerer. Wenn's das, muss jetzt schnell gehen. Kannst du es schaffen? Bestimmt. Nein! Und... Halli hopp, halli hopp. Und hüpp. Ah, da hoch, okay. Ach, Prinz, nicht so. Nein, Prinz, hoch, nicht seitwärts. Ich glaube, wir haben beide zum gleichen Zeitpunkt das gleiche gemacht. Möglich, wohin? Ah, da. Prinz, oh, ich habe eine Plattform übersprungen. Gut. Gut, Prinz, dann machen wir das eben so. Weil wir sind ja dumm und unfähig. Klar. Worum geht's? Hm? Worum geht's oder um wen geht's? Oder was machen wir? Worum geht's? Ihr seid Bevölkerungspyramide, ich hab ein Lichtschwert, oder? Nein, Prinz! Prinz, 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 Prinz! Wenn ich sage, du sollst da rüber laufen, dann läufst du da bitte auch rüber. Und dann hakst du dich da auch fest. Kann so schwer nicht sein. Oh, doch. Diese grausame und verführerische Stimme, die Ey! Dafür stirbst du. Dafür, dass ich eine Truhe gefunden habe, ist mir leid. So fiel der Schlag in Augen und er erblickte die wahre Natur. Oh, ich dachte schon. Ich dachte eher an die Bevölkerungspyramide, die mir keinen Sand gelassen hat, mich aber erst angepiekt hat. Eine gute Stelle, um nächstes Mal weiter zu erzählen. Die ist furchtbar. Hören ich's. Diese grausame und verführerische Stimme, so, wir können weiter. Die einst in sein Ohr flüsterte, ja, hast du die Truhe gefunden. Auf den falschen Weg lockte. Du meinst war die dahinter? Verstummt. Ja. Der Prinz hat ihn. Gut, dann können wir weiter. Wieder erlangt. Und. Bäh! Oh. Hey, das ging überraschend gut. Da wolltest du vielleicht hin, ne, Prinz? Ich muss, wenn wir heute zum Abspann kommen, mal darauf achten, ob wieder Herr Le Prinz mitgearbeitet hat, wie schon in Teil 2. Hey, piekst du mich einfach an? Seit wann können Bevölkerungspyramiden von der Decke fallen? Schon länger. Irgendwo haben die oben so ein Loch, wo sie rausplumpsen. Nein, über uns ist kein Loch. Doch, es ist ein Bevölkerungspyramidenloch. Ich sehe meinen Weg. Ah, da ist noch eine. Und da ist noch eine. Dann oh, solange ich sie nicht wieder schaffe, im Kreis zu laufen. Hier habe ich es nämlich schon mal tatsächlich geschafft, im Kreis zu laufen. Im Kreis? Ich bin den ganzen Weg hier lang geklettert und statt anschließend wieder vorm Speicherbrunnen, an dem wir gerade angefangen haben. Das ist cool. Oder auch nicht. Oh, Bevölkerungspyramiden und Hunde.
Vorsicht! Sie werden übernährt. Und sein Glück ist auf dem Kopf. Du hältst dich da bloß brav fest. Ich kann eine feige Bevölkerungspyramide. Okay. Der ist ganz gemächlich von mir weggegangen in eine Ecke rein und hat sich da hingestellt. Okay. Jetzt habe ich einen, den ich nicht töten kann. Da geht mein Schwert einfach durch und der geht von mir weg. Okay, ich hoffe, ich kann dich jetzt ignorieren und Prinz lässt das zu. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich meinen Dolch in diesen lustigen Hebel rammen sollte. Sehr, ja. Prinz will aber nicht. Also Leute, Kai. Ja? Wir brauchen das Buch. Wir müssen meinen lustigen Freund, die unsterbliche Bevölkerungspyramide, die brauchen einen eigenen Namen. Okay. Das ist mein Freund, der im Kreis laufende Stopp und links. Links. Weil er macht so schöne Linkskurven. Ja, dann ist das Jet Set. Das ist der im Kreis laufende Jet Set. Begrüßt Jet Set, einen besonderen Freund von Prinzen. Komm Jet Set, wir gehen eine Runde gemeinsam im Kreis und dann gehe ich weiter. Prinz. Und was machst du morgen so im Jet Set? Da hoch. Ah, und ja, dann... okay. Schön mit dir geredet zu haben. Prinz. Guck mal, du sollst hier hochlaufen und dann da gleich dein Dolch reinrammen. Nein, so etwas. Das geht? Ja, das ging tatsächlich. Hey, noch mehr Bevölkerungspyramiden. Geh mal nach da oben, das ist Jet Set. Das ist ein cooler Typ. Das war vielleicht nicht die klügste Idee, die wir jemals hatten, Prinzi. Toll, das ist besser. Das nicht mehr. Ja, sehr schön, Prinz. Das hast du unglaublich toll gemacht. Ja, das möchten wir erneut versuchen. Oh. Jetzt ist mir eine Bevölkerungspyramide in einen wanzerschmetternden Schlag gelaufen. Das war dumm von ihr. Sie ist auch sehr spektakulär in zwei Hälften zerplatzt. Ist halt nicht so widerstandsfähig wie Jet Set. Bleib da liegen, Prinz. Und jetzt steh auf. Und ja, genau. Runter? Ich muss sagen, mein Prinz ist äußerst dumm. Nicht nur deiner, aber was tut er? Ja. Er hat gerade drei Sand verbaddelt, weil er in eine Säule gelaufen ist, in dieser Säule hing und in dieser Säule geblieben ist. Gut! Ein klassischer Prinz. Seid ihr endlos viele Bevölkerungspyramiden oder nein? Das passt. Prinz, du hast dich gerade so. Na, Prinz, weißt du was? Hoch und dann. Nein, Prinz, hoch. Und dann springen. Und dann zuschlagen. Und dann runter. Und dann schwingen. Und dann springen. Und dann hüpfen. Kann ich das erschlagen? Hopp, hopp, hopp. Nein, hopp. Gut. Und jetzt, Prinz, stehen wir wieder unglaublich gerade davor. Gucken, ob das jetzt funktioniert. Ja, es funktioniert wieder. Die Hunde warten schon auf mich, auf wie süß. Ja, kommt her, begrüßt Herrchen. Warum sterbt ihr eigentlich? Wir
Jetzt hatte ich zwei Bevölkerungspyramiden ohne Musik. Noch mehr ohne Musik. Prinz! Prinz! Das ist voll cool von dir, dass du dieses. Ach, Prinz. Das ist voll cool von dir, dass du dieses Prinz. Ja, was denn? Ich mach diese Szene noch einmal. Und okay. Wenn du diesen Hebel betätigst, der die beiden Plattformen in Gang setzt. Ja, da wo Jet Set. Da komm ich nicht drüber. Wie, da kommst du nicht drüber? Da musst du doch einfach nur das kleine Stück balancieren und dann springen. Du hast den Hebel, der die Plattform. Ach so, die beiden Plattformen. Ah, klar. Also ich habe das mit einer Zeitlupe gemacht. Das ist wahrscheinlich sehr sinnvoll. So, Prinz, haben wir es jetzt mal bitte? Fallen und klettern. Weak. Weep. So. Da, ein Speicherbrunnen. Ein blinkender Speicherbrunnen. Ein blinkender Speicherbrunnen. Ja, der macht so blink, 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 blink. Aber nicht links oder rechts abbiegen, Warnblinkanlage. Okay, das ist gut. Dann weiß man das wenigstens. Richtig. Was natürlich Kalinas Aussage soll, ich hier nächstes Mal fortfahren. Interessant. Okay, wenn ich so genau hingucke, sieht das Blinken aus wie zwei traurige Augen. Ein Speicherbrunnen ist traurig. Er weiß, dass es vorbeigeht. Kommen hier noch mehr von euch Bevölkerungspyramiden? Nein. Ganz ehrlich, mein Prinz ist ein ganz klein bisschen sehr doof. Was macht er diesmal? Der will seinen Dolch nicht in einen Hebel reinjagen, wenn er leicht rechts davon steht. Natürlich nicht, man muss exakt davor stehen. Nein, falsch, wenn er leicht links davon steht. Rechts davor stehen ist super. Okay, dann muss das irgendeine neue Prinzenvorschrift sein, von der ich noch nichts gehört habe. Ach, Prinz. Hüpfen, stechen. Hüpfen, stechen. Springen, stechen. Das heißt, du hast die nächste Wand schon zerschlagen. Prinz, das war die falsche Richtung. Dann hast du es nicht geschafft, im Kreis zu laufen. Sehr gut. Nein, habe ich nicht. Weder ich noch habe ich ein Jet Set. Aber Jet Set war voll cool. Ich frage mich, ob Jet Set da unten immer noch rumläuft. Bis ans Ende aller Tage. Ich meine, ist auch unkaputtbar. Das waren zwei auf einmal Hunde. Das waren zwei auf einmal Hunde. Ja. Kommen da unbegrenzt Bevölkerungspyramides? Nö, nö, die kannst du töten. Huhu. Huhu. Ich sehe dich. Das ist nicht möglich. Du bist nicht zu mir runter. Nee, nee, ich stehe hier oben gut. Ich rede mit der Bevölkerungspyramide. Wieso, irgendwas habe ich mir gedacht. Ach, jetzt bist du runtergesprungen. Als ich dir mal den Rücken zugedreht habe.
Will ich hier einfach so runter? Nein, ich glaube fast, ich will da rauf. Ja, ich glaube fast, ich will hier rauf. Was bringt dich zu dieser Ansicht? Da konnte ich hoch und dann konnte ich zu zwei Stangen weit und dann kann ich zu einer wunderbaren Wand-an-Wand-Runterrutschpartie. Da habe ich noch mehr Bevölkerungspyramiden. Ja, ja, okay, das sind klare Hinweise. Boah, ich freue mich schon. Auf das letzte Lebenskraft-Upgrade. So. Jetzt habe ich es gesagt. Ich freue mich darauf. Wir wissen auch beide, dass du leicht masochistisch veranlagt bist. Stimmt. Aber mit einer vollen Lebenskraftleiste hier rauszugehen, das hat schon was, glaube ich. Ja. So, Freunde, Motto, alles voll. Bestimmt nicht ohne. Voll Prinz. Mir das egal, was passiert, als erstes töte ich die Hunde. Natürlich. Ich will das. Bevölkerungspyramides! Also, wenn ich mit dem Schwert einen Schlag auflade, vibriert mein Controller. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich höre es gerade nicht. Leg ihn mal auf den Topf oder so. Vielleicht höre ich es dann. Sekunde, ich lege ihn auf die Unterlage, auf der das Mikro ist. Sekunde, dann muss ich noch einen Schlag aufladen. Ja, ich höre es. Ich glaube, das konnte man hören, ja. Was quietscht da jetzt? Ich habe ihn auf Styropor gehalten. Quietscht. Gut. Quietscht gut. Ja. Gut. Da wieder hoch und wieder hoch und wieder hoch. Und hoch kann nicht schlecht sein. Hoch ist immer gut. Und hoch. Und machen wir einfach Prinz, ne? Ach nee, ich muss tatsächlich noch weiter nach oben. Hätte ich ja bei diesen so eng aneinander und Wandsprung prädestinierten Wänden nicht erwartet. Echt nicht? Nee. Krass. Ich auch nicht. Ja, Prinz, genau. Gehen so ein bisschen, schimmel sich so ein bisschen an die Wand ran. So, ja. Yeah. Ja. Yeah. Vielleicht fusionierst du mit ihm, wenn du so weitermachst. Also, wenn man das so sieht, sieht das aus, als würde Prinz beim Einatmen größer werden und beim Ausatmen kleiner. Bitte was? Also, ich habe meinen Prinz gerade so ganz vorsichtig gegen eine Wand sich drehen lassen und dabei atmet er weiter. Und dann sieht das so aus, als würde er beim Einatmen größer werden und beim Ausatmen kleiner. Okay. Also ich freue mich auf den nächsten Brunnen. Ach gut, da ist er. Soll ich die Geschichte hier? Ja, klar, durch den Speichern. In der Küche. Das sieht nicht nach einer Küche aus. Weiß nicht, ich habe gespeichert, wir können weiter. Gut, stecken wir unseren Dolch mal wieder wo rein. Ah, das sieht schon eher nach einer Küche aus. Kommt her, oh ihr Dreh! Du bedeutender Schatten, ich habe nichts davon gesagt, dass du mich aus dem Hinterhalt attackieren sollst. Prinz, nicht von der Treppe abstoßen, zum Schatten rollen. So, sind hier noch Gegner. Da ist noch eine. Komm her. Tusen! Ich bin ein großer Freund der Tusen-Verdichtung.
Ich bin ein großer Freund von dicken Kerlen. Die sind langsam genug. Vor allem sterben die jetzt auch so schön schnell. Richtig. Es gibt nichts mehr, was uns noch was anhaben könnte. Abgesehen von unserem Freund Flügelhannes. Ach, den werden wir bestimmt nie bekämpfen müssen. Geflügelhannes. Ah, da sind noch Gegner. ich habe eine, glaube ich, bis jetzt übersprungen. Ich bin schon hochgeklettert. Jetzt fallen sie gerade auf der anderen Seite des Raums runter. Und gucken so ein bisschen verwirrt zu mir rauf. Denken sie so, das war jetzt nicht der Plan. Nein, ich gönne ihnen ihren Tod. Nee, ich war schon oben, als die gerade runterkamen. Das war so dieses, ach, da kamen noch welche, ups. Bis jetzt sagen sie unter mir irgendwo, Tja, bösartig, wie du bist. Ja, aber ich komme denen gleich wieder runter, ist gar kein Problem. Obwohl, ich habe Angst, dass die Tür hinter mir zugehen könnte. Ne, wiedersehen. Komm, hangel da mal rüber. Oh, der nächste Brunnen. Momentan geht's schnell. Soll ich? Jo, bestimmt. Ach, hier haben die alle drin gestopft. Gesteckt. Wo haben die drin gesteckt? Ich guckte mich mal hier um und was die hier so alles fröhlich gemacht haben, wo die wohl hergekommen sind, die Gegner. Soll ich okay. Du hast den Ort gefunden. Ich vermute es. Oh, der nächste Punkt ist der geheime Durchgang. Soll ich hier fortfahren, wenn ihr zurückkommt? Wo ist eigentlich unser nächstes Lebensupdate? Das ist noch ein bisschen weit von uns weg. Ich erinnere mich daran, weil es das ist, was ich am meisten gehasst habe. Aber du freust dich doch jetzt drauf. Ich freue mich total drauf. Soll ich hier fortfahren? Ja, wir speichern hier. Eine gute Stelle, um nächstes und jetzt machen wir weiter. Zu erzählen. Genau, ich bin auch schon wieder da und jetzt geht's weiter. Also das Schloss ist irgendwie komisch konzipiert. Man geht von der Küche eine Treppe rauf und muss plötzlich irgendwelche Akrobatik-Einlagen anlegen. Ey, komm sofort wieder aus der Wand raus. Ich sag, Prinz, nicht rückwärts springen. Prinz, halt dich doch da dran fest. Prinz! Das sind nicht ganz so deine Freunde, oder? Nee, Prinz macht da dran immer Quatsch. Nächster Brunnen. Bitte? Nächster Brunnen. Soll ich nächstes Mal an dich? Ich werde nächstes Mal an dieser Stelle weitererzählen. Der untere Turm. Was war das denn bitte für ein geheimer Durchgang? Oh, dann sind wir doch nicht mehr so weit weg vom Lebenskraft-Upgrade. Naja, oder? Wollen wir? Ich muss noch speichern. Entschuldigung, ich bin es inzwischen nicht mehr gewohnt, dass ich vor dir am Speicherpunkt ankomme. Naja, wenn so Teile zwischendurch drin sind, kannst du davon ausgehen, dass du vor mir irgendwo bist. So, jetzt können wir. Okay. Weil irgendwo auf dieser Kletterpassage muss ich das letzte Lebenskraft-Upgrade finden. Nicht so darunter, Prinz. Prinz, ich habe nichts von auf die Stange klettern gesagt. Ich sagte schwingen. Ach, jetzt wollt mich ein Unsichtbarer von der Plattform runterschubsen. Der hat aber einen coolen Helm auf. Ja. Der Unsichtbare. Keine Ahnung, ich habe ihn getötet und bin weitergeklettert. Ich habe ihn auch getötet, aber ich habe einen wunderbaren Super-Über-Duper-Kill. Ein was? Ja, Prinz dreht sich dabei und alles und macht voll was optisch her und so. Vor allem und so. Das war's nicht, Prinz. Du da, dreh dich um. Danke. Das ist es vielleicht, ne? Vielleicht sollten wir hin und wieder auch mal da langhangeln, wo wir eventuell langhangeln sollen, Prinz. Ich weiß, Speedkills sind jetzt eigentlich total nutzlos. Ich mach's trotzdem. Okay, ich hab den Speedkill vermasselt.
Dafür spulst du jetzt aber keinen Sand mehr zurück. Eben. Prinzi, was machst du da? Wie wär's, wenn du den auch triffst? Prinz! Das ist ein ganz einfacher Gegner. Geht doch. Prinz hat gerade mit seinem super tollen Megaschwert 5-mal daneben gehauen. Das macht doch Laune. Okay. Schön und gut, aber wie komme ich da dran? So eventuell. Kreativ. Prinz, ich glaube ja viel, aber nicht unbedingt, dass du da hinkommst. Oh, 2, 3 Unsichtbare auf einen Streich. Vielleicht klappt das. Ja, Prinz, super. Obwohl ich meinen manchmal eigenen... Bist du gar nicht so dumm. Obwohl ich meinen eigenen optischen nicht Fähigkeiten so nicht mehr ganz traue, seitdem ich Bioshock bearbeitet habe. Aus dem ganz einfachen Grund, ich krabbel über eine verkohlte Leiche drüber und halte es für einen Teddybär. Ich weiß nicht, ob das so für dich spricht. Für meine optischen Fähigkeiten auf keinen Fall. Das sieht so blöd aus in der Aufnahme. Ich kletter über diese verkohlte Leiche und sag, Teddybär. Ich frage mich, was Leute in dem Moment so denken. Besser gar nichts. Und hoffen wir doch einfach, dass kein Psychiater in der Nähe das jemals guckt. Da muss er hin. Deine Weintwinkel an sich bringt hier überhaupt nichts, Prinzip. Aber das weint sich so gut damit. Und was sich weint, ist gut. Was im Leben. Was wird das? Meditativer Gesang? Gesumm? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Was zur Hölle? Vince, wo sind wir hier? Und wenn ja, wie viele? Probieren wir es hier, okay. Das wäre die Frage, wer sind wir? Und wenn ja, wie viele? Also wer immer diesen Palast konzipiert hat, ist davon ausgegangen, dass es hier nur super mega sonst was Sportler gibt. Die alle einen Dolch richtig dabei haben. Einen passenden. Ja, das ist so Pflicht in Perzien. Mal gucken, wie wir auskommen, Prinz, ne? Prinz! Okay, auf diesem Stück Kletterpassage war es noch nicht. Prinz, so auch nicht. Es ist relativ weit oben. Ich weiß. Also ich habe den nächsten Fallengang, aber... Also ich gucke mir diese Falle gerade an und denke mir, pff, nö, danke, Zeitlupe. Ja, ich bin dann gleich beim Fallengang, hoffe ich. Autschen! Boah, jetzt kombinieren wir alles. Dolchplatte und Wandlauf und Schrägspringen und Schrägspringen und Dolchplatte und Dolchplatte und Dolchplatte. Das ist voll toll, bestimmt. Und Wandlauf und Speicherbrunnen. Ich muss mal eben was gucken, soll ich? Ja. Denn wenn ich diesen Fallengang sehe. Ja. Habe ich fast die Befürchtung, wir sind dran vorbei am Upgrade. Nein, 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 nein. Sicher nicht? Ganz sicher nicht. Okay. Der Fallengang war auf einer rechten Seite. Der Fallengang hinter dem Upgrade ist auf einer linken Seite.
Ich habe diese Szene sehr, sehr oft gesehen. Ich habe sie mir eingeprägt. Wenn du das sagst, glaube ich dir das einfach mal. Und der Fallengang, der danach kommt, ist, also nach dem Upgrade, ist noch viel, viel schlimmer als der hier. Sexy aus. Ja, wie er da so sexy mit seinen Affenarmen. Na, guck ihn an, der ist doch kein Mensch. Nein, er ist ein Prinz. Wie heißt er denn, sagt euer Speicher? Warte, das kann ich dir sagen. Oh, da muss ich ja nicht gucken. Ja. Er heißt der mittlere Turm.